Better you come all. We got contact. They see us now. Now they can see us. Hello. 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 Hallo deine Heimat. Wir sind auf der Erde gelandet und wir werden jetzt als Fernsehteam getarnt, uns unters Volk mischen und euch Bericht erstatten von diesem Wahnsinn, der auf der Erde stattfindet, diesen Atommülltransporten. Die gewaltfreien Anti-Atom-Aktionen gegen den Castor wollen wir live ins Internet streamen, weil die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und die privaten die friedlichen Aktionen in unseren Augen immer zu kurz kommen lassen. So, wir machen uns jetzt auf die Reise nach Hitzacker, wo heute Abend noch eine Party steigen soll. Wenn Papa heute seinen Träger sucht, dann ist er hier auf der Demo bei uns. Bananen fürs Volk! Halt mir die Dose mal. Wir sind gestern Morgen losgefahren mit Treckern. Und zwar aus dem Eisfeld, aus der Asse und Schaff-Konrad. Seid ihr sicher? Seid ihr sicher, dass ihr euch mit uns anlegen wollt? Und seid ihr sicher, dass ihr nicht lieber abschalten wollt? Nee? Hier ist eine Band, die ich mit viel Freude euch ankündigen kann und die euch viel Spaß machen wird. Sie haben den G8-Gipfel gerockt, heute rocken sie euch. Hier ist Rainer von Thiel. Bald ist der Abstand zwischen Jäger und Gejagte, zwischen Jäger und Gejagte. Der Abstand! Der Abstand!
und stehe wieder auf, Sommer sagt mir, setz dich nieder. Der Tisch, an dem ich esse, ist der Tisch, der dich trägt. Ja, unser intergalaktisches Fernsehteam ist unterwegs. Wir gucken, was hier auf der Erde so los ist. Das sieht alles ganz gut aus. Viele sind gekommen und wollen die Atomkraft wirklich abschaffen. Geil. Das muss schon sein, weil das ist nämlich mit Windrad und Solarenergie. Das ist Egger. Das ist mal eine beeindruckende Demo. Ja! Ein Team macht sich auf den Weg. Team 1 ist on the road. Es ist eine Verbindung hergestellt. Sie mischen sich unter die Menge. Auch wenn sich alle freuen, für die fängt das jetzt auch an mit dem Castor. Überall Polizei. Provozieren, da hinten die Straßen sind schon voller große Räumfahrzeuge irgendwie. Ja. Was? Da sind viel mehr. Nee, nee, wir gucken uns das jetzt mal von hier an. Warte. Mann, hier geht's um Atomkraft und ihr spielt sowas. Ey, unglaublich. Ja, gut, ey. Alle richtigen Menschen, die auf die Straße gehen, auf Fuß sind. Ohne ihre Berechtigung mehr zu schicken. Das haben die sich ausgedacht, dass sie so in den Medien dastehen. Das ist ziemlich empört über ihre Entscheidung. Warum lassen sie ihre Männer denn da durchgehen? Dort war doch genug Platz. Sie hätten sie doch überhaupt nicht in die Lager bringen müssen, da durchzulaufen. Da war genug Platz. Sie hätten ihre Leute einfach gehen lassen können. Sie schicken sie da rein. Warum denn? Die Lage ist uns ja selber unter. Ja, aber da war Platz. Ihr hättet die einfach rausschicken können. Das bringt auch nichts. Müssen runterfahren. Das bringt auch nichts. Mann, echt. Aber schaut euch das doch an. Die laufen jetzt da durch. Das sind doch eure Kollegen. Das ist doch total bescheuert, Mann. Es war doch genug Zeit, sie da lang zu schicken. Mann. Und dann, jetzt stehen die da. Wie deeskaliert ihr das jetzt? Ist doch egal. Das ist dein Kollege da hinten, Mann. Oh Mann, und jetzt haben sie wieder genau die gleichen Bilder wie jedes Jahr, echt. Ja, diesmal haben sie es versucht und hat nicht geklappt. Keiner hat ihm was getan. Wir haben ja eine mietfriedliche Demonstration einfach gemacht. Der Bereich unmittelbar um das Loch wurde dann geräumt. Welche Einsatzmittel wurden zur Räumung eingesetzt? Also da bei der Räumung die Einsatzkräfte mit Kartoffeln, Flaschen und Ähnlichem beworfen wurden, kam es auch zu einem kurzzeitigen Einsatz von Schlagstock und Reizgas bzw. Pfefferspray. Wie ist denn die Stimmung in Ihrer Truppe sozusagen? Die Stimmung ist gut. Was ist denn los? Guten Morgen, Hitzacker, 7.11.2010, Elbtalaue, die wunderschöne Landschaft, Sonne, Nebel verhangen. Auch Gorleben liegt nicht weit entfernt von der Elbe. Das ist eine sehr bewegte, wasserhaltige Gegend. 30 Jahre Widerstand, Freie Republik, republikfreies Wendland. Mutti sagt, die Klügeren geben nach.
Wenn immer die Klügeren nachgeben, regieren die Dummen. Und damit ist jetzt Schluss. Okay, ich denke, jetzt kommen dann auch gleich die ersten Aufnahmen. Massiv Tränengas und Schlagstöcker. Was halten Sie von Deeskalierung? Ja? Und wie ist denn die Räumung so verlaufen heute? Wie bitte? Positiv? Für welche Position? Das ist kein Störer auf den Gleisen. Okay. Und? Okay, danke schön. Bleiben wir mal mit denen zusammen vielleicht noch. Hey, ich bin von der Presse, ich bin von der Presse, Presse! Schottern ist hier verboten, okay. Aber ihr müsst ja auch richtig fest machen, oder? Das riecht nicht einfach mit hinschippen. Ja, hallo? Na, hier ist Lutz. Guten Morgen, Waldi. Wir sprechen gerade mit der Polizei an den Schienen und so. Also vielleicht rufst du später nochmal an. Wir versuchen hier gerade einen Pressesprecher aufzutreiben, also. Ja. Reichst du mir noch gleich eine Karte von vorne aus dem Fahrerhaus rein? Dann kann ich das Telefon jetzt, höre ich auf zu telefonieren, du hörst mich jetzt eh über den Chat. Bis gleich. Ich habe gerade telefoniert mit einem Teil von unserem Fernsehteam. Die sind jetzt in Govelin gewesen, laufen jetzt zu der großen Blockade in Harlingen. Es ist ein unwürdiger Umgang miteinander, wir Menschen untereinander. Superküche, Malte, war voll geil. Geile Superküche. Na, guck, gut trainiert. Da muss ich gelacht werden, sonst. Du hast recht. Und jetzt aber schneller. Oh Mann, wir müssen flitzen. Wir gucken, was die machen. Ne? Die schlagen ihn. Hey, Solitäter! Könnt ihr Notarzt rufen? Das weiß ich nicht, in die Richtung. Die junge Dame ist daher gekommen. Ja. Ich einen Notarzt hin, wo vorne? Reißen Sie mal zusammen! Wissen Sie, mit wem Sie reden oder wie? Ah. Da geht's wieder los. Mann! Ihr rennt ja alle mit den Schlagstöcken auf die Leute zu! Echt, das könnt ihr doch nicht machen, ey! Kleiner Tiger, was machen die da? Die arbeiten hier. Und was machen die da? Wir sind gegen Atomkraft. Oh, das macht ja gar keinen Spaß. Die schicken Müll da aller Welt her schicken. Und die sind dagegen und die sind dafür. Ja, und jetzt gibt's Krach.
Sind Sie jetzt Rettungssanitäter erstmal nur für die Polizeikräfte abgestellt oder würden Sie auch dem Fall gleich hier helfen? Ich komme meinen Verpflichtungen nach, mein Gesetz. Wir führen keine Befehle aus, Sie schon. Okay. Nimm deinen Presseausweis in die Hand und deinen ganzen Mut mal hin und lass mich jetzt da hingehen. Die haben alle gesagt, die hauen keine Leute. Wir müssen das angucken. Und hat denn das geklappt mit den keine Leute hauen? Wir hatten das eigentlich besprochen. Oh, oh. Oh Mann, nicht. Nein, ne? Guck mal, kleiner Tiger. Keine Kühe auf der Weide, aber der ganze Wald voller Bullen. Okay, ihr seid auf Sendung. Okay. Ja, hi. Hi. Ja, wir waren unterwegs heute. An den Schienen irgendwo. Im Wald, im Wimpern. Ja, und jetzt völlig fertig. Erst 3 Stunden schlafen, um 4 Uhr aufstehen und dann den ganzen Tag durch den Wald gehen. Sich furchtbar aufregen müssen, total schlimme Bilder sehen. Clowns Army war auch da. Und Clowns Army. Clowns Army war begeistert. Begeistert von der Polizei. Sie lieben Polizei. Sie wollen sie auch immer berühren und putzen. Ja, ich bin fühle mich nicht ausgeschlafen. Wir sind heute Nacht, nachdem es ja hieß, der Castor bleibt bis um 8 und dann fährt er früh los von und der Kessel, die können da bleiben und heute wird verhandelt. Das haben wir erstmal auch kurz geglaubt, weil wir wollten natürlich das auch gerne glauben. Es hat so in unser Lebensbild irgendwie auch gepasst. Ja, klasse, es wird verhandelt, da passiert was irgendwie. Ja, dann hat die Erde hier irgendwie gebebt und dann kam ein Hubschrauber und dann kamen im Chat 2-3 Parallelinfos von Wasserwerfern unterwegs und Hundertschaften von A nach B. Dann haben wir uns gedacht, also wer nachts so durchs Wendland fährt, der hat was vor. November 2010, Deutschland, Planet Earth. Ich kann nur sagen, wir sind in den Elbtalauen, wir sind in einem Naturschutzgebiet. Der Atommüll wird hier in das Naturschutzgebiet gebracht. Der Boden bebt. So. Entschuldigung, wir sind von der Presse. Dürfen wir hier vorne noch ein paar Bilder machen von Ihnen? Ja. Hallo? Dem Kollegen meinen Ausweis gezeigt, nur Bilder machen. Sind Sie Presse? Ja, bitte. Die Spannung steigt, es ist gleichzeitig unglaublich friedlich und entspannt, wie immer bei den erdnahen Versammlungen wie hier im Schienenbett. Das Wichtigste ist, dass jeder und jede das, was er oder sie tut, tragen, verantworten und verkraften und verarbeiten kann. Und falls das mal nicht sein sollte, dann ist eine breite Solidarität da, dann sind Leute da, die helfen. Viele Feuer brennen, die Stimmung ist gut.
So, okay. Wir sehen also, die ersten Leute werden hochgeleitet. Wir haben jetzt gerade einmal eins zusammengezählt. Da drüben die ganzen Autos, das sind Gefangenentransporte. Da werden die Leute reingebracht, um dann zum Kessel gefahren zu werden. Wenn wir Wagenburgen bauen, dann feiern wir da drin und tanzen. Und wer weiß, vielleicht steppt heute Nacht hier noch der Bär. Dancing woman on your way, singing my healing song of a true and joyful life. Singing my healing song of a true and simple life. Return to the natural way, people of the earth. Return to her in love today, for we are one with her. Da sind sie, unsere lieben Freunde und Helfer. Die Fokü ist aufgebaut, ist hier, um die Leute im Kessel zu versorgen, um einfach da zu sein. Wie war das? Grenzen trennen uns nicht. Da nochmal der Kessel von der anderen Seite. Only a sound system is a good system. Hallo, Herr Polizist von gestern Abend. Entschuldigen Sie, sind Sie der Polizist von gestern Abend? Entschuldigen Sie, sind Sie nicht der Polizist von gestern Abend? Das, was den Widerstand am Leben hält. Spaß, Überraschung, Vielfalt, immer wieder neue Ideen und gutes Equipment. Wer mal geglaubt hat, wir wären nur ein Haufen von Chaoten, der hat sich gründlich geirrt. Heute Abend gibt es wieder Bilder, weil wir von den Blockaden im Augenblick überhaupt kein Netz haben. Wir kommen manchmal mit ein bisschen Glück mit dem Telefon durch und wissen, dass schon einiges Material auf dem Weg hierher ist, und sobald es hier ist, werden wir euch das natürlich sofort live hier dann nachreichen und in den Player schicken. Schnute, wir stehen hier am Eingang zum Camp Hitzacker. Da vorne ist die Pressebarriere, ab da kommt keiner mehr mit einer Kamera weiter. Und wir haben uns gesagt, wir schlagen jetzt im Augenblick die Kamera mal hier am Haupteingang zum Camp Hitzacker auf. Und hier ist dann das Tor zur Welt. Micha, also erstmal ist das ja keine Arbeit, ne? Das ist ja eigentlich Bürgerpflicht, was wir hier machen, ne? Wenn man rausbekommt, dass der Staat so eine Geschichte einfach durchprügelt und auf das Volk, was eigentlich der Chef im Lande ist, ne? Das sind ja die Steuerzahler, die die Politiker bezahlen, nicht mehr gehört wird oder scheinbar nicht mehr gehört wird, da sehen wir das eher als eine Bürgerpflicht, hier zu sein. Und um deine Frage zu beantworten, wir sind jetzt hier mit fünf Personen ungefähr und zwei Kamerateams unterwegs. Ja, ich grüße alle Daheimgebliebenen und möchte euch sagen, ihr macht euren Dienst super und hoffe, ihr habt auch eine Menge Spaß zu Hause und ja, alles Gute von uns an euch. Habt ihr eine Ahnung, was mit der Treckerblockade ist? Wir sind hier gerade selber interessiert. Das hat die Polizei vorher schon gesagt, dass die Treckerblockaden das sind, was ihnen am meisten zu schaffen macht. So ein paar Trecker ineinander verkeilt, da hast du ein echtes Problem. Das sind Kassoren. Und irgendwie vor einer Stunde hatten die schon drei verladen und jetzt weiß ich nicht. Das gesamte Strahlungspotenzial, was durch die Wandlung der Behälter durchgeht in die Freiheit, hat einen Anteil ungefähr von 20% Gammastrahlen und 80% Neutronenstrahlen. Gammastrahlen, wie gesagt, die Energiereichweite ca. von 20 Metern maximal. Aber Neutronenstrahlen haben eine Energiereichweite, weil das dann keine Wellenstrahlung sind, sondern korpuskuläre, lineare Strahlen. Mhm. Die haben eine Energiereichweite über 300 Metern. Okay. Das nur als Hinweis. Ja, deswegen möchte ich hier auch schnell wieder weg. Parallel zu den Jungs. Und wo
wir rechts. Wollt ihr nochmal hin? Wo? Ach so, man kommt nicht auf diese Straße da oben. Ne? Ja, das ist jetzt die Zufahrt nach Lade. Hier ist sonst nie was los. Genau, hier ist sonst nie was los. Wir sind mitten im Wald. Ja, sind wir. Tatsächlich werden wir hier nicht durchgelassen nach Lase. Was sieht hier nicht nach einem Pressemobil aus? Das ist die Werkstattbahn. Natürlich ist das die Werkstattbahn. Ich bin Solartechniker. Unser gesamter Livestream funktioniert auf Solar. Okay, also wir sehen nicht aus wie ein Pressewagen, heißt es hier. Und nein, Sie kommen hier nicht durch. So, dann. Okay, wenn man sich hier vorgesetzt. Ich bin der Vorgesetzte. Mein Name ist Ahrens. Ja. Ich gehöre zur Polizei Lüneburg. Und Sie lassen uns hier als Presseteam jetzt nicht zu unserem Kamerateam genau durch. Okay, jetzt nach einer Durchsuchung unseres Fahrzeuges. Wir dürfen weiter. Nicht mehr geduscht und die Jungs, die haben hier ganz schön viele Dusche mitgebracht, aber ich bin eigentlich Warmduscher, ja? Es ist wichtig, die Polizisten im Hintergrund zu sehen. Wenn die sich in Bewegung setzen und ich die Beine nicht in die Hand nehme, kriege ich einfach auf die Fresse, es ist egal, warum ich hier stehe. Ich habe nur gesehen, wie die fürchterlich zusammengeschlagen worden sind. Ich habe über 24 Pfefferspray-Verätzungen gehabt, die mit Augen und die ich behandelt habe. Wir hatten eine Kommotion, der jungen Frau haben sie einen Schlagstock über den Kopf gezogen. Ne, wo man jeder weiß, ne, empfindlich, ne, völlige Gehirnerschütterung, die mussten wir rausbringen. Und nur solche Sachen, ne, also ganz übel abgegangen. Ne. Pfefferspray, das ist mir auch aufgefallen, dass immer wie die Polizei jetzt schnell mit diesem Pfefferspray ist. Die haben vor allem, ob die sich zurückziehen, denn haben die mit Pfefferspray. Ne? Dann standen auch die Beamten dazwischen mit dem Pfefferspray. Ich sage, lass mal den Pfefferspray schön stecken. Wenn die Pferde das abkriegen, dann gehen die ihn aber durch. Ne? Ja, dann wusste er jetzt auch nicht, was er machen sollte, steckt dann wieder zurück, ne, holt seinen Schlagknüppel raus. Es, ich finde immer wichtig ist, dass man nicht nur sich sieht, sondern auch das andere sieht. Egal, wo man steht. Ja. Also wenn ihr mal ein Problem habt, könnt ihr mich ruhig gerne ansprechen. Kein dummer Spruch. Macht's gut. Wir sind das Volk. Alle gehören dazu. Außer die Verbrecher. Und die meisten Politiker. Los, du Schlag! Eine nette Durchsage der Polizei. Eine nette Durchsage? Ich wende mich an die Personen auf dem Feldchen Lade. Besonders an dem Teil der Personen, die sich linksseitig vermummt haben. Ich fordere Sie auf, legen Sie Ihre Vermummung ab. Und in geeigneter Weise wieder die Auseinandersetzung. Wenn Sie der Aufnahme links nachkommen, gehen Sie auf eine polizeiliche Maßnahme. An Ihrer Reaktion erkenne ich, dass Sie mich verstanden haben. Nochmals die Kraft der geeigneten Person. Vor den Wasserwerfern. Ich fordere Sie auf, legen Sie Ihre Vermummung ab. Wir können noch mal Käse! Sollte diese Aufforderung nicht nachkommen, wird die Polizei Maßnahmen gegen Sie ergreifen. Ich bin Sie! Ich bin Sie! Es ist 22:43 Uhr. Deine Mutter! Können unter anderem der Einsatz der Wasserwerfer und der Schlagstöcke sein. Null Respekt! Und noch einer. Ein paar Schritte zurück lieber, wa? Lisa, ich muss heute noch irgendwann nach Hause. Ja, aber bestimmt nicht jetzt, oder? Wenn die schon in den Startlöchern stehen, die hetzen uns hier einmal kurz noch ein paar hundert Meter. Ich fahre von hier aus zur Arbeit, dann ist mir das egal. Hey, da klärt das schon jemand! Ihr braucht gar nicht kommen! Da redet schon jemand, ne? So macht man das eigentlich. Man redet miteinander. Ende der Durchsage ist 22:46 Uhr.
Du hast recht. Wir sind das Volk. Und ihr gehört eigentlich dazu. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und die Polizei gehört dazu. Wir sind das Volk. Ja. Guck mal, wie dick unsere Angst. Also, ihr habt gewonnen. Ich hab Angst vor euch, ja. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor atomarer Strahlung, weil ich hier wohne. Und ich hab Angst vor euch. Natürlich. Natürlich. Er hat gesagt, sie drohen mit Schlagstock. Ja. Eure Kinder. Ich bin nicht vermummt oder sowas. Ich wohne hier. Was soll ich machen? Könnten Sie nicht bitte dahin wieder zurückgehen an Ihre Linie? Das sind 50 Meter. Sie provozieren doch hier die... Das ist doch nicht in Ordnung. Bitte gehen Sie dahin. Es sind 50 Meter Abstand. Gehen Sie. Super. So ist echt gut. Entfernen Sie sich zur Polizeilinie. Hier sprecht Ihr Volk. Entfernen Sie sich von unserem Acker. Hier sprecht Ihr Volk. Ja, wir werden Argumente einsetzen. Wir werden auch gern mit euch über die Gefahren radioaktiver Strahlung reden. Jederzeit. Haben wir jemanden von der Clowns-Armee hier? Also ich kann sagen, ich hatte heute ein öffentliches Geblödnis und da habe ich geschworen, dass ich die Polizei bei ihrer schwierigen Aufgabe unterstützen will. Und wenn man sich in einen Polizisten reinversetzt, wie der marschieren muss, wie der, was der alles machen muss, wie der gezwungen ist in dieser Hierarchie, dann macht es einfach total Spaß, immer diese Hierarchie zu verwandeln. Und es sind Angebote an die Polizei oder an andere Menschen, das einfach mal ein bisschen zu kippen. Haben Sie Ihr Abführmittel heute schon genommen? Oh, noch nicht? Oh, nee. Na, aber dann können Sie nicht mal abhören. Oh. Nehmen Sie Ihr Abführmittel. Abtreten. Abführmittel. Ja, gehen Sie mal dahinter. Abführmittel holen. So. Sind Sie ordentlich? Ja, als Demonstrant sehr ordentlich. Ist das die Bahn, auf der der Kaster nicht mehr fahren kann, weil wir uns wehren und die Durchfahrt versperren? Hey Süßer, komm mit mir nach Lüchow und nimm mich fest in Arm. Schenk mir eine Kette zum Kastor-Alarm. Damit wollen wir uns binden und zueinander finden. Im Gleisbett, im Stroh, oh, das knistert so. Wir wollen doch nur verhüten, das, was passiert, dass unser Lieb bis Lager zum Endlager wird. Ich höre dich leise stottern, komm mit zum Schottern und alle Räder stehen still, ein geiles Gefühl. Juhu! So, wir haben mittlerweile den 9.11. um genau 2.47 Uhr Ortszeit. Wo sind wir nochmal? In Lahse. Wir befinden uns in Lahse, dem Brennpunkt des Geschehens. Mit extrem vielen Ausschreitungen vor allem. Ja. Ich sehe Menschen, die öfters mal austreten müssen, weil sie aufgrund ihres Konsumes von Flüssigkeiten nicht mehr halten können. Aber wir sind nicht alleine. Auch die Obrigkeit ist zugegen. Sie haben immerhin dafür gesorgt, dass wir eine total gut beleuchtete Wiese haben. In direkter Nähe der Polizei, die mit einem Aufgebot von 7 Wasserwerfern und ungefähr 85 Hundertschaften da ist, befinden sich in direktem Kontakt, ich würde sagen, 8 Demonstranten. Ich werde mich auf jeden Fall mal vorsichtig dem Polizeistützpunkt nähern. In der Hoffnung, dass mich nicht allzu viel irgendwie so von der Truppe irgendwie so negativ beeinflusst. Und werde einen langsamen Schwenk rüber machen von der total verlassenen Wiese der Demonstration. Also, mit einem kleinen Zoom auf die restliche Verbliebene. In Blattenberg kommen Sie nicht voran,
Die Polizei greift mittlerweile zu psychologischen Mitteln. Sie haben die Konfliktmanager zu den Aktivisten geschickt und versuchen mit ihnen jetzt zu reden, ob die sich nicht vielleicht freiwillig entfernen wollen. Ich denke mal, sie werden damit auf nicht viel Erfolg stoßen. Ja, also auf jeden Fall irgendwie so ist, das war eine Ansage vom Manager gerade irgendwie so über den aktuellen Stand der Demonstration in Dannenberg zum Beispiel, wo der Kastor immer noch festhängt, wegen der Festkettung von Aktivisten. Das beschert uns hier eine extrem ruhige Nacht. Natürlich irgendwie so kann man nicht davon ausgehen, irgendwie so, dass die Polizei gefrustet, wie sie wahrscheinlich heute sein wird, uns völlig unbescholten davon kommen lässt. Und ich denke, dass zum Frühsport, nachdem der Castro eingefahren ist, wir vielleicht noch mal ein bisschen was auf die Hucke kriegen. Vorhin haben wir eine kleine Partie Fußball gespielt im Scheinwerferlicht direkt von der Polizei. Nachdem unser Ball dann das erste Mal hinter die Absperrung gekommen ist, haben die Polizisten sich dann doch wirklich nach 10 Minuten dazu bereit erklärt, den Ball wieder zurückzuschießen, aber nur unter der Bedingung, dass wir beim nächsten Mal irgendwie so den Ball irgendwie so erst dann wieder kriegen, wenn sie weg sind. Unglücklicherweise ist ja gleich beim zweiten Schuss der Ball wieder hinter die Absperrung gekommen und leider Gottes ist der Ball jetzt leider weg. Wir mussten unser Fußballmatch aufgeben, da wir auch beim zweiten Ball hatten. In 5 Stunden wird es hell, dann wird es ziemlich wärmer. Ist gerade ziemlich kalt. Auf jeden Fall, fangen wir mal an zu zählen. Wasserwerfer 1. Räumpanzer. Wasserwerfer 2. Wasserwerfer 3. Wasserwerfer 4, Wasserwerfer 5, Wasserwerfer 6, Wasserwerfer 7, ups, Räumpanzer 2 vergessen, Räumpanzer 3, Wasserwerfer 8. Wenn ich jetzt ein wenig heranzoome, dann sehe ich dort Demonstrant 1, Demonstrant 2, Demonstrant 3, direkt neben mir Demonstrant 4. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht irgendwie so. Da hat jeder Polizist irgendwie so auch so sein Ding zu tun irgendwie so, ne? Wenn noch mal langsam. Ist halt letztes Jahr was verrutscht und das muss dieses Jahr unbedingt verhindert werden. Das wird verrutscht dieses Jahr woanders. So ist das. Hereinspaziert, hereinspaziert. Kommen Sie, schauen Sie, hier ist Demokratie im Ausverkauf. Staatsgewalt in ihrer schönsten Form. Jahrtausende lang geprobt und immer noch nichts dazugelernt. Hereinspaziert, kommen auch Sie, schauen Sie, schauen Sie nur. Da ist die wunderschöne Polizei hier bei uns. Gehen Sie bitte sofort Ihr Abfallmittel durchzählen. 1 Abfallmittel, hopp, 2 Abfallmittel, nehmen. Ja, der hat sich an der Nase kratzt. Aber einer ist schon in Scheiße getreten, hat er gesagt. Ah, ja, so, das ist in Scheiße getreten. So, ihr könnt hier den Ausweg verstopfen, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass es keinen Ausweg aus dieser nuklearen Endlagerfalle gibt. Die Hand ein bisschen locker lassen. Genau, ihr steht doch mal an. Oh ja, die Polonaise rückwärts. Sie haben kein Gewissen, das würde sie umbringen. Hey, mal einen kurzen Blick auf unsere mutige Ellie, unseren LKW. Während ich hier laufe, läuft ja gleichzeitig das alles live im Internet und das über die ganze Nacht, seit wir hier angekommen sind, auf Solarbatterie, Windrad angetrieben. Wir sind ohne Strom, ohne Atomstrom. Wir haben 3 Laptops am Laufen gehabt die ganze Nacht. Alle Kameras, alle Ladegeräte, ich weiß nicht was alles. Und wir haben immer noch Saft hier. Da, das ist die Clowns Army. Ohne Worte. Oh, da. Kaum dreht man sich um, kommen 100 Polizisten irgendwie, ohne Dienstnummer, ohne irgendwas, alle hier nicht zu erkennen, gehen da wieder drauf los. Ich möchte noch mal daran erinnern, ihr seid live im Internet. Bedenkt jeder Einzelne, was ihr tut. Es ist immer noch eure Verantwortung, ob ihr schlagt, wie ihr schlagt, selbst wenn ihr den Befehl habt, jetzt da lang zu gehen. Oh, die Clowns Army. So, ich stehe schon wieder halt mit dem Rücken zur Polizei, aber mein Echsenhirn ist jetzt aktiviert. Die gehen von hinten. Nee, die gehen von hier. Die gehen schon wieder. Hey, hey, sag mal. Der hat mich geschossen. Der hat
alle keine Nummern irgendwie, ne? Niemand. Mummungsverbot. Laut Allgemeinverfügung der Bezirksregierung Lüneburg ist es Ihnen verboten, weiter als 50 Meter an die Transportstrecke zu kommen. Halten Sie sich an diesen Abstand, ansonsten wird ohne weitere Warnung Wasser gegen Sie eingesetzt. So, nuclear garbage is no good. We know this. Ja, ich bin neue Personalchef hier aus Gorleben. Wir haben so einige Untersuchungen gemacht. Wir brauchen einige Unterstützungsversuche von neuen Praktikanten. Ja, und weil unser anderer, der hat gekündigt, ja, wir brauchen einen ziemlich psychisch belastbaren. Und es sollte so einiges auch ausstehen, also auf jeden Fall. Ja, also wenn Sie Interesse haben, wir würden uns freuen über Ihre Beteiligung hier in unserem Team. Ungeeignet. Guck mal, der ist ungeeignet. Ich bin ziemlich gut. Boah, sieht das verstrahlt aus. Der hat doch jetzt schon Beulen. Sind Sie psychisch belastbar? Das schon, aber nicht auf diesem Planeten.